Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch in diesem Tutorial, wie ihr zwei verschiedene Audiogeräte, zwei verschiedene Audioquellen in einem Programm verwenden könnt. Zum Beispiel hier im Sam Broadcaster als Mikrofon. Also nehmen wir mal an, ihr wollt habt zum Beispiel auf eurem Smartphone so eine Soundbox installiert, so eine App, wo verschiedene Sounds drin sind, die ihr abspielen wollt. Und nebenbei wollt ihr noch ein bisschen in Sam quatschen. Das gleiche könnt ihr auch bei Skype machen und so weiter und so fort. Weil ich zeig's euch hier mal in Sam. Und wenn ihr das machen wollt, dann braucht ihr erstens die Hardware dazu, nämlich ein Mikrofon, egal ob jetzt USB-Mikrofon wie bei mir, weil ich gerade mit dem Headset spreche, oder ein ganz normales Mikrofon mit einer normalen Klinke. Und ihr braucht natürlich noch Audiokabel zwischen eurem Smartphone und dem Mikrofoneingang eures Computers. Also, dann wollen wir mal anfangen. Was ihr braucht, sind folgende Programme, nämlich zuerst VoiceMeter und VB-Cable. Die Links zu den beiden Setup-Dateien findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Ich zeige euch das mal kurz, wo ihr die Links seht. Hier von dem Audio-Cable seht ihr das natürlich direkt. Hier, klickt darauf. Nicht zu schwer. Okay, und dann seht ihr es nur noch. Auf der Seite ist es ein bisschen schwieriger zu finden. Da scrollt ihr einmal ganz nach unten. Und dann seht ihr schon hier auf dieser Seite den Download-Link. Seht ihr auch schon, ist alles schön erklärt. Und ja, achso, hier könnt ihr auch aufklicken. Gut. Das wäre das. Dann wollen wir es mal installieren. Ihr könnt ruhig beides hintereinander installieren, weil nach dem Setup müsst ihr sowieso einen Computer neu starten. Und warum sollten wir unbedingt Zeit verschwenden, wenn mit ewigen Neustarts, wenn wir das gleich beides hintereinander installieren können und dann, bis sich beides konfiguriert. Ja, dann haben wir jetzt den Installer hier. Installation erfolgreich, du musst den Computer neu starten, um die Installation zu beenden. Okay, jetzt nehmen wir gleich den Treiberpack mit dazu. Ich habe ein 64-Bit-System, deswegen nehme ich auch einen 64-Bit-Treiber, logischerweise. Wenn ihr ein 32-Bit-System habt, nehmt ihr bitte den anderen Installer. Den installieren wir jetzt auch. Gleiche Meldung. Jetzt starten wir den neu und dann sehen wir uns. Bis gleich. Okay. Dann starten wir die Software und wir sehen schon mal die übersichtliche Benutzeroberfläche. Hier bei den beiden können wir die jeweiligen Audioeingänge auswählen. Hier ist ein virtueller Mixer noch mit dabei, ein virtueller Equalizer. Den brauche ich zumindest erstmal nicht. Und hier können wir dann noch zwei Audio-Endgeräte bestimmen. Wir wählen jetzt den KSVB Audio Point aus. Hier wähle ich dann eben entweder mein Mikrofon mit so einem Headset aus oder mein Smartphone, welches hier übers Kabel mit meinem Computer und mit meinem Mikrofoneingang verbunden ist. Ihr seht hier schon, obwohl mein Smartphone gar keinen Ton von sich gibt, dass das Ganze hier aussteht. Und zwar ist dieser Lautstärkepegel ein Rauschen. Was ihr noch seht, ist, dass dieses Rauschen unterschiedlich ist. Dass links es nicht so laut ist wie rechts. Das müssen wir als erstes angleichen. Und zwar so, indem wir auf Mono drücken. Ansonsten, wenn jetzt über euer Smartphone Lied wiedergibt, dass ihr bei Skype oder sonst was streamen wollt, eben über den Mikrofoneingang, dass es nur im Mono erscheint und dass es auf der anderen Seite entweder gar nicht oder nur sehr leise wird. Ich gebe euch noch einen kleinen Tipp, wie ihr dieses Rauschen hier um die Hälfte reduzieren könnt. Und zwar schließt zwischen dem Audiokabel, welches ihr zwischen Smartphone und Mikrofoneingang des Computers habt, noch ein Y-Kabel an, also so ein Verteiler. Und zwar klemmt ihr den Verteiler an euer Mikrofoneingang des Computers. Eine Seite wird dann ganz einfach wieder mit dem Kabel von eurem Audiokabel von eurem Smartphone verbunden und in dem anderen Port klemmt ihr noch einen Kopfhörer mit an. Das mache ich jetzt auch mal kurz. Seht ihr einmal kurz, wir nehmen Reinstöpseln.
Bam! Und dann wird es schon geringer. Dann könnte ich schon mal die zweite Aufnahmequelle setzen. Bei mir ist es zum Beispiel das USB-Headset. Hier ist dann im jetzt im Moment mein Headset bzw. euer Mikrofon, wo ihr reinsprecht. Oder andersrum ist es egal, ob ihr das hier reinschmeißt oder andersrum. Ihr könnt in diese Spur Solo senden, das heißt, hier kommt zwar immer noch was rein, aber die und jede andere Spur ist stumm. Das S steht also für Solo. Ihr könnt hier auf M drücken, genauso wie hier, hier und sonst wo. Und das heißt, ich mache damit nur eine einzige Spur stumm. Ihr könnt natürlich das Ganze hier verstärken. Ihr könnt einzelne Audiospuren des Aufnahmegeräts auch stumm schalten. Ihr könnt ein Echo hier mit einfügen. Es so gestalten, dass die Töne ein bisschen hoch erscheinen. Also mit hoch meine ich eher, dass es sich im Moment mehr wie ein Radio oder Telefon oder sowas anhört, als wenn ihr da durchsprecht. Oder eben eine ganz tiefe Stimme könnt ihr auch haben. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich starte mal kurz die Software, die ich dann später, wo ich das dann später verwenden möchte. Ihr habt hier einen Equalizer, den brauche ich im Moment nicht. Ihr könnt hier auch das nochmal für alle bisherigen Audiogeräte, also für alle drei sozusagen, nochmal verstärken. Probieren wir es mal aus. Du musst in deinem Programm, wo du es später verwenden willst, auf jeden Fall den Aufnahmetreiber des Aufnahmegeräts erstmal auf Direct Sound wählen. Wenn ihr über einen Direct Sound Recorder aufnehmt, dann geht ihr eben auf Voice Meter Output, okay, geht auf okay und dann hört ihr euch, hallo, genau, und dann könnt ihr eure Einstellung laden, Moment, so, ich habe mir, also ihr braucht natürlich Einstellungen, die ihr laden könnt. Wenn ihr keine habt, dann müsst ihr so rum experimentieren oder alles nochmal von vorne einstellen. Ich mache das jetzt einfach mal so. Ihr habt normalerweise diese Vorstellungsdatei gar nicht, aber ich bin so nett und gebe euch diese Datei, wo ihr zumindest schon mal das Endgerät, also die Hardware und ein Mikrofon eingestellt habt. Wenn ihr das Mikrofon nicht seht, dann habt ihr es einfach nicht. Habt ihr nicht die Soundkarte installiert, die ich hier habe. Ich habe jetzt erstmal die Realtek High Definition Audio genommen, weil das eigentlich ein Standardtreiber ist. Und ich bin jetzt offen, weil das ist für die Demo-Zwecke für euch erstmal so ausreicht. Ihr müsst natürlich erstmal selber da gucken, ob das so funktioniert oder nicht. Dass ihr dann eure eigenen Geräte noch auswählt, ist klar. Und das sollte eigentlich gar kein Problem sein. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt erstmal meine eigene Einstellung. Oder ihr geht hier eben auf Steuerung X und fügt es dann hier ein. Irgendwie so halt. Dann braucht ihr nicht ein neues Explorer-Fenster öffnen, um das Ganze auszuwählen. So, siehst du, beinahe vergessen. Ja, und das sind meine Voreinstellungen. Die sind auch soweit in Ordnung. Ich habe meine Stimme hier ein bisschen tiefer gestellt. Zumindest fürs Radio dann später. Wirklich minimal, dass es ein bisschen besser sich anhört. Den Equalizer hier, den benutze ich gar nicht. Mit dem kann ich noch gar nicht so viel anfangen. Ich kenne die Methode auch noch gar nicht so lange, sondern erst seit einer Woche oder so. Ich habe ehrlich gesagt ewig lang dafür gebraucht, um diese Lösung zu finden. Ich habe im Internet lange, lange Jahre gar nichts dafür gefunden. Ja, hallo und herzlich willkommen auf Hitradio 88 bekommen. Ihr hört gerade Little Felix Happy Hour. Ja, so könnte es zum Beispiel in meiner Schuhe sich anhören. Im Moment will ich euch nur zeigen, wie das ist wirklich alles funktioniert. Voice-Meter, ich habe hier ein bisschen das Mikrofon ein bisschen höher gestellt, damit man gleich in Sam, während ich ein bisschen Musik spiele, trotzdem noch gut zu hören bin. Und jetzt starten wir mal die Show. Den Encoder an. Und let's go.
Hallo und herzlich willkommen hier auf hitradio88.com. Das hier ist die Endcard meines Tutorials und nebenbei lasse ich jetzt noch ein bisschen Musik laufen. Wie wäre es zum Beispiel mit Jason Farnham mit Get Outside? Ja, wenn dir dieses Tutorial gefallen hat und weitergeholfen hat auch, oder eins von beiden, dann lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Hast du jedoch irgendwelche Probleme bei dem Tutorial jetzt gehabt, irgendwelche Fragen, die offen sind, dann schreib es mir in die Kommentare, bevor du dir einen Daumen nach unten gibst. Und wenn du unbedingt keins meiner Videos mehr verpassen willst, dann schreib mir doch einfach auf dann schreib mir einfach einen Kommentar unten ins Video rein, in die Kommentarleiste. Ich wollte gerade eben eine Radio-E-Mail-Adresse hinterlassen, aber nee, das lasse ich mal lieber. Das hebelt mir vielleicht fürs 100. Abonnenten-Special oder so auf. Bis dahin ist es ja noch eine ganze Weile. ja, und ansonsten würde ich sagen, habt viel Spaß. Übrigens habe ich ja noch habe ich ja noch ein paar Let's Plays. Und vom ein Let's Play Projekt läuft im Moment auch noch, nämlich The Walking Dead Season 1. Ich weiß, die letzte Folge davon ist ja schon ein bisschen länger her, ich glaube so 2-3 Wochen oder so, aber mein alter Computer hat immer mehr Muck gemacht. Zum Schluss ist er jetzt komplett kaputt gewesen, jetzt habe ich endlich wieder einen neuen. Es funktioniert wieder alles so, wie es sein sollte. Und wenn dieses Video draußen ist, dann habe ich auch Sony Vegas endlich mal wieder installiert. Auf der Seite hier siehst du, also links oder rechts, siehst du übrigens ein weiteres Thumbnail zu einem Video-Tutorial, nämlich auch zu einem Tutorial von Sam Broadcaster 4.3. 3 war es, glaube ich, ja genau. Und zwar, wie du hier solch einen Encoder erstellst und mit diesem Encoder lediglich auf die Festplatte aufnimmst, ohne dass du ins Internet streamst. Und du das machst, beziehungsweise wie du allgemein einen Encoder erstellst, das zeige ich dir dann in dem Tutorial. Achso, ich sollte dir vielleicht nochmal zum Schluss zeigen, dass es auch mit dem anderen Teil hier funktioniert. Das wäre eine ganz gute Idee. Hey. Danke, 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 danke. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. It needs to be about 20% cooler.